Bin in den 90er Jahren viel mit dem Rucksack durch Afrika gezogen und habe dann von den Berggorillas gehört und wollte mir die unbedingt auch mal ansehen. Und das waren die Berggorillas, warum ich das erste Mal nach Uganda kam. Gorillas sind sehr gut an die Menschen gewöhnt und die Rangers, die uns zu den Gorillas bringen, sind sehr, sehr professionell und die Gorillas kennen die Ranger. Also Uganda ist mit Sicherheit das Land der Primaten und der Vögel. Es hat eine sehr bunte Vogelwelt. Und zusätzlich haben wir auch Nationalparks wie den Queen Elizabeth und den Murchison Falls Nationalpark, in denen wir auch die klassischen Big Five Safaris machen können. Für uns war es ganz wichtig, in einer Umwelt zu leben, wo du Tiere, Menschen, Pflanzen, alles kombiniert hast. Und durch Glück haben wir diese 30 Hektar hier gefunden. Und wir haben einen wunderschönen Blick auf die Berge mit einem Urwald, wo Affen, Vögel und alles noch intakt ist. Wenn man bei Ihnen aufwacht, ist man sofort gut gelaunt. Wo immer man sich hier umguckt, hat man das Gefühl, da wohnen ganz viele Tiere. Wieso sind Sie gerade hierher gezogen? Uganda hat mir allgemein sehr gefallen. Die Leute sind hier sehr freundlich und ich wollte etwas zum Naturschutz beitragen. Und im Tourismusbereich kann man durch die Privatwirtschaft den Naturschutz sehr unterstützen. Das war einer der Hauptgründe, hier eine Lodge zu bauen. Einer der Hauptgründe, warum ich und meine Frau uns hier niedergelassen haben und immer noch hier sind, das sind diese freundlichen Menschen. Grundsätzlich liebe ich Uganda und bin sehr froh hier. Es ist eines der sichersten Reiseländer in Afrika. Uganda ist das ideale Reiseland. Das liegt an der Vielfalt der Landschaft, an der Vielfalt der Tiere. Und ich kann jedem nur wirklich den Tipp geben, holt euch die Erfahrung Uganda und ihr kommt einen großen Schritt weiter in der Bewertung der Welt.